Damit willkommen zurück zu Clouds of Zin, dem wolkigen, dem wolkigsten, muss man fast schon sagen, Might and Magic. Ja, so hell hatten wir es lange nicht mehr, denn das letzte Mal war ja der Jack-Tempel angesagt. Ja, schön unter Tage so ein bisschen die Jacken kaputt schlagen, die Lichter. Genau, und so Licht waren die gar nicht, eher finster, sehr, sehr, sehr böse Viecher. Naja, wir haben sogar den Meister ausgerottet, den Meister Jacklich oder Lichjack oder so. Das war auf jeden Fall toll. Heute, keine Ahnung. Was haben wir denn? Ach ja, wir haben noch die Mega-Credits. Genau, Mega-Credits haben wir eingesackt. Das ist doch mal was, das ist doch was. Ja, ja. Achso, wir sind noch super schnell. Super schnell, weil man musste schnell sein im Kampf gegen die bösen Viecher. Gegen den bösen, bösen Jackmann. Jackmann. Gab es den nicht auch im Fünfer, den Jackmann? Also Barkmann gab es auf jeden Fall. Den Rindenmulchmann. Der war auf jeden Fall übel. Naja. So, wie spät haben wir es? Ich sehe gerade, da zieht eine wieder eine Fresse. Klar, ist verflucht. Das kommt schon mal vor. In den besten Familien kommt das vor, so wir müssen sofort ran. Absolut. Dass es das nicht als Zauber gibt? Haben sie absichtlich gemacht, ne? Damit sie schön hier mal Kohle verdienen können, die Schweine. Und damit sie alle mal schön singen können. Auch nicht schlecht. Ja, was ist denn angesagt? Was geht denn ab? Frage ich jetzt einfach mal so. Frech, keck. Daher. So, wir haben den Südosten fast gemacht. Aber es fehlt dann noch so ein komisches Dungionchen, wo wir nicht reinkommen. Ja. Wir haben den Nordwesten und den Südwesten. Im Nordosten will ich nicht, da ist so Feuer. Und da sind so Drachen abgebildet, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich würde sagen, genau, wir gehen mal nach, Schloss Castle Burlock. Heißt nach Asp und dann nach Südosten. Das machen wir zuallererst mal. Genau. Wir können auch ein paar Trolle oder Oger verdreschen. Wie schwer ist das nochmal genau? Ich habe schon wieder vergessen. Eieiei, das reicht nicht ganz. Gleich ist morgen. Zauberpunkte, alles nicht so einfach. Vielleicht doch einfach mal ein Nickerchen machen hier, oder? Ja, aber nicht auf der Straße, was die Leute denken. Das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. So, erstmal einen Schluck trinken, vielleicht gibt es was Neues. Hello, Travelers. Hallo. Wir trinken einen Schluck und lassen uns einen Tipp geben. Thank you. Everyone must have the swimming skill before you can venture into shallow... Genau, das shallow water, genau. Und in das tiefe Wasser, da kommt nämlich nur dann rein, wer drüber laufen kann. The orcs keep valuables in their outposts and camps in the hills. Ah, ja, ja. Die haben aber alle schon ausgeräuchert, glaube ich. Zumindest sehr viele. Goodbye. Goodbye. Bleibt dran, ist noch nicht vorbei. Nicht wie sonst immer. Futter haben wir noch 18 Tage. Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Ich habe einmal Futter eingekauft vor Ewigkeiten und ich muss das nie wieder auffüllen. Ja gut, wann lege ich mir schon mal wirklich hin? Naja. So, es ist helllichter Tag, das ist aber schlecht. 10 Uhr morgens, 5 Stunden schon verschlafen. Von wegen, der frühe Vogel fängt den Wurm. Der späte Vogel, der... Ja, kann gucken, wo er bleibt, der Idiot. Scheiße, Mann. Wo muss man hin? Ach so, Asp, ne? Where to? Nach Asp. Hab ich gerade gesagt, kannst nicht zuhören. Was hat's damit auf sich? Man weiß es nicht. Ich habe 10.000 Mark in der Tasche. Ich nehme die mal mit zum Schloss. Nicht, dass dann heißt, ja, aber es kostet natürlich auch noch was. Diese komischen Arbeiten an diesem Schlösschen. Ein Schloss Harmondale. In Harmondy, oder? Oder war es Schloss Harmondy in Harmondale? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ist schon ein paar Tage her, dass ich das gespielt habe. Castle Burlock. Fällt mir immer öfter auf. Spiele, die ich hier fertig mache, die packe ich dann nicht mehr an. Komisch. Weil da sind sie quasi fertig. Hab's geschafft, durchgespielt. Aber wobei, ich habe heimlich ein bisschen Echelon gespielt. Naja, hab ich mal versucht, so einen reinen klassischen Bogenschützen zu spielen. Das hat auch funktioniert. Und sehr gut hat es funktioniert. Ja, ja, sich da spezialisieren war immer gut. Den Dreier wollte ich mir auch schon vor Ewigkeit mal holen, aber irgendwie
Alle sagen, ist eher. Das haben sie unfertig rausgestuhlt. Lass das mal sein. Nun gut. Every defensible piece of land needs a wall around it. I can have craftsmen and laborers working on your land for 5 King's Mega Credits. Pay. Ja, wir brauchen eine Wand, deswegen schickt er hier die ganzen Arbeiter ran. Die Fachkräfte. 5 Stück. Wir haben. Was? 8 oder 10? Ne, 8 glaube ich nur, ne? Das hat sich gelohnt im Jagdtempel. Ich sage ja. Thanks. We'll have the work done by the time you get back to the site. Auch so schnell. Ich könnte jetzt quasi vor die Tür gehen, könnte Stadtportal einsetzen. Innerhalb von quasi weniger als einer Stunde wäre ich da unten. Ich sag's bloß. Ja, dauert so lange, bis ich wieder da bin. Das ist natürlich, ich dachte gerade, mein hier, rechts oben, die Kerze. Ich dachte, plötzlich hätte ich irgendwie Kerzenlicht aktiviert, wie bei 6 und 7. Das wäre nicht schlecht. Aber das haben sie hier leider noch nicht. Da finden wir andere Sachen, wie Gefahrensinn und Clairvoyance. Sollen wir mal versuchen, wir können A, der Wache aufs Maul hauen, beziehungsweise sie kann uns aufs Maul hauen. Wir hatten... Moment mal. Westturm. Da wo die ganzen Narren sind. Da waren Türen, die haben wir nicht so richtig aufbekommen. Hier nämlich. Können wir uns irgendwie verstärken? Ich kann höchstens den Level unserer Helden anheben. So, was wir machen? Geschehen. So, bitte knacken Sie die Tür, gute Frau. Autsch. 100 Punkte Schaden. Alles klar. Wir haben schon mal eine Abreibung bekommen mit 50 Energieschaden. Das sind jetzt 100 Explosionsschaden gewesen. Das ist natürlich nicht gut. Gut. Die 100 Punkte Schaden genommen. Kann ich 10 Mal drücken, dann habe ich 60. 15 Mal, dann habe ich... Oh, Jesus Christus. Muss gemacht werden. Aber mit 50... Ja, ich bin hergestellt nach nur 16 Klicks. Neben nach 17. Und jetzt kommt die Wache und haut uns aufs Maul. Nein! Okay, was ist im Westturm? Oder sehe ich da... Habe ich da was in dem Bett gesehen? Nee. Und im Bett, das ist der Fünfer, oder? Da, guck mal! Ja. Monster unterm Bett? Nein, es ist Prinzessin Roxanne. Und wir haben doch ihr irgendwas. Don't look so disappointed. I'm not a damsel in distress, but there's a quest you could perform for me. My servants have informed me that my diamond tiara has been stolen. Ja, sehen Sie sie mir nicht so an. Ich bin keine Jungfer in Not, aber ich habe eine Aufgabe für euch. Meine Diener haben mich darüber informiert, dass mein Diamantentiara gestohlen wurde. Das haben wir übrigens schon gefunden. Irgendwo hatten wir Roxiannes Tiara gefunden. From my room. Sogar aus dem Raum direkt gestohlen. Waren es auch wieder die Gargoyles, die beauftragt wurden? I believe it to be the work of robbers that dwell in River City. Ach, stimmt. Da haben wir sie gefunden. In der Kiste bei den Yaks, oder? Oder waren es bei den Räubern? Beim Boss, Räuberbossen? They are led by a devious and cunning boss. They must be stopped and my tiara recovered. Nee, dann war's doch bei dem komischen, bei dem Yak. Nee, wie ist der? Nicht Yak, sondern Yang. Genau. Die Yang-Ritter waren das. Und er war der eine, ganz in schwarz gekleidete Chef. Der war ziemlich übel. Ja, mittlerweile haben wir auch sowas wie Incinerate, wo wir was machen? 250 Schaden auf einen Schlag, wenn es nicht immun ist gegen Feuer. Ja, brauchen wir irgendwann noch den, wie heißt der nochmal, Zauber? Schwere Zauber, genau. Der dann bei Drachen, bei Feuerdrachen zum Beispiel wirkt oder Feuerelementen, den man dann so die halbiert, die Energie, oder Minotauren oder sowas. Hoffentlich gibt es so viele hier nicht, das wäre unangenehm. Moment, gab es hier nicht auch diese... Gab es hier nicht die, die Elementebenen? Die gab es im 5er, aber gab es die auch hier? Ich bin nicht sicher. Egal. Sie glaubt, das sei die Arbeit von Räubern gewesen, die in Flussstadt wohnen.
Sie werden von einem cleveren, gerissenen Bösschen angeführt. Sie müssen aufgehalten werden und mein Tiara zurückgebracht. Tiara, habe ich noch nie gehört. Do this and you will be greatly rewarded. Ja, natürlich große, naja, Probleme? Nee. Princess Roxanne's Tiara. You have recovered my tiara and gotten rid of that bothersome robber gang. I am pleased. As a reward, I give you this treasure. Ja, ich habe ihr Tiara zurückgebracht und bin von dieser... Ich habe diese Räuber-Gang bin ich losgeworden. Da war es vielleicht doch diese komischen... Da waren nur mehrere Räuberbosse. Das war eine ganze Mafia war das. Wahrscheinlich deswegen auch, ne? Sie ist auf jeden Fall erfreut und als Belohnung bekomme ich dies. Oh, ich bekomme Sternchen. 200.000 Erfahrungspunkte, die Firma dankt. Speer, Breitschwert, Hörnchen, Plattenpanzer. 1, 2, 3, 2, 5 Gold und 1, 9, 2 Gemmen. Okay. Wahrscheinlich lag das auch rum, hat es irgendwie zusammengekratzt. Weil das sieht nicht aus wie frisch gestapelt. Eisernes Breitschwert. Nee, da war schon, besser aus. Tut mir leid. Bronzespeer, totaler Schrott. Können Sie behalten, gute Frau. Was haben wir denn? Genau, Stahl. Wir haben Stahlbreitschwerter. Warum Eisen, wenn ich Stahl haben kann? So, was haben wir noch? Poisonous. Wir schauen mal auf die Liste. Gift. Poisonous. Plus 20, okay. Aber es ist Plate Mail. 20 Giftresistenz. Ja, gut. Und irgendwas anderes gab es noch, glaube ich. Oder? Ein Hörnchen. Ach, sehr gut. Hörnchen der kalten Strahlen. Ja, noch was? It is always exhilarating to see adventurers such as yourselves. Das finde ich aber auch. Sie freut sich immer, uns zu sehen. Dann tun wir das natürlich auch. Sie ist doch gar nicht so böse, ne? Ich hätte gedacht, die... Sieht ein bisschen aus wie die böse Stiefmutter, aber ist sie nicht. Sie ist die gute Stiefmutter. Ich sag nichts. Ja, weiter im Text. Hier. Gab es hier überhaupt irgendwas hier oben? Nee, das war der Ostturm. Tja. Ja, alles super. Das ist der Hakenkreuzraum. Hier bin ich ja äußerst ungern, muss ich sagen. Ganz ungern bin ich hier. Ich würde sagen, hier schauen wir mal. Ob die Wache. Wo die Wache die Locken hat. Holy Bonus, oder? Holy shit! Haben wir noch den Turbo? Nein, wir haben ja geschlafen. Wie dumm. Wie kann man so dumm sein und schlafen? So, Blässe. Noble Blässe haben wir auch am Start. Was haben wir noch? Eigentlich nichts. Oh, Power Shield. Das ist wichtig. Und wenn das jetzt alles nicht klappt. Dann sind wir eh tot. Die Frage ist, in den Nahkampf oder schon mal von vornherein ihn verbrennen? Ich will unbedingt mal Poison Volley probieren. Das sind 10 Edelsteine. Egal, wir haben gerade hunderte bekommen. Feuer frei. Null Schaden. Sehr gut. Und das, was keine Edelsteine kostet, da treffen wir. Oh. Was? Ach, der war ein Lappen? Hör auf. So, komm her, du Hund. Ja. Oh. Vielleicht haben wir Glück gehabt. Ha, sie trifft diese kleine Droidin. Das ist ja wie ins Gesicht spucken. Feige. Nee, nicht feige, aber. Da haben sie einen Narren eingesperrt. Und weg seid ihr. Ein Käfig voller Narren und alle getötet, so wie es gehört. Naja. Früher fand man das noch ein bisschen lustig, ne? Obwohl mit den eingespielten Lachern, ich weiß nicht. So, 3 Treffer vorab. Das war schlecht. Sehr gut. Ja, ja, da fand man das witzig. Hahaha, im Lager die lustigen, superschlauen Amerikanskis und die dummen Deutschen, ja, ja.
Heute lachen sie nicht mehr. Oh oh. Was ist das, der Yeti? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, das sind halt richtig krasse Gegner jetzt hier, ne? Das ist ein... Ist das ein Eistroll? Ich möchte... Ich muss näher rangehen. Halt! Vor... Schutz vor... Hoffentlich habe ich das noch. Schutz vor... Halt! Gegenstände. Nein, nein. Keine... Kein Müll benutzen. Wieso Kälte? Hat's gewirkt? Ja. Der Eistroll. Oh, der sieht doch hübsch aus. Guck mal, komm wieder. Wie agil er ist. Ach, weil ihm so kalt ist. Und mit dem Flock haut er gleich zu? Ich glaube nicht. Oh. Und haben alle irgendwie Leichen im Keller, beziehungsweise in der Zelle. So sieht's, so geht's hier also zu. Und ich wette, das ist so ein bisschen wie bei... Wie bei... Na wohl... Ah! Ja, da komme ich her, bin ich dumm? Oh Mann. Bin ich jetzt echt wieder zurückgelaufen? Ja, natürlich. Das ist wie bei, Source of Scene, wette ich. Das heißt, hier sind wahrscheinlich auch gleich irgendwelche Drachen eingesperrt. Hoffe ich, dass hier keinen frei, der unsichtbar ist. Das wäre natürlich äußerst ungünstig. Okay, komm's ran. 1, 2, 3. Boah. Lächerlich. Und das ist hier die Schlosswache. Vielleicht sollten sie mich mal einstellen. Hoffentlich bekommt er nur... Scheiße! Nicht hoffentlich bekommt er nur Scheiße, sondern... Das ist jetzt nicht so geil. Wenn ich einen Schritt nach hinten tue, bin ich tot. Jedenfalls 3 von uns. Einschläfern, das Einzige, was ich noch als Möglichkeit sehe. Drachenschlaf. Shit! Halt, der kann doch springen. Bitte, bitte, hab Sprung im Petto. Halt im Gegenstand. Jump. Bitte nicht ins Kreuz schießen. Spell failed. Scheiße. Ach, nichts ist passiert. Ja, was soll schon passieren? Ja, ja, ja. Ja, ich kann es verstehen. Ich hätte auch so gelacht. Wenn irgend so ein Deppentrupp hier ankäme. So, wieder 4 Treffer und... Oh. Ich muss trotzdem noch mal ran. Aber gemein, ne? Der hat darauf gewartet, dass ich den einen Schritt noch gehe. Tja, Pranger. Darf nicht fehlen. Nichts hier. Doch, ein Pranger. Ja, für dich immer Zeit. So kannst du was. Wir wehren alle mal ab. Blocken, blocken, blocken. Ach süß, das Geräusch ist das von... Eier. Das... Welcher Gegner hat es im Fünfer? Verdammt, kommt mir so bekannt vor. Ich weiß es nicht mehr. Ach guck mal, mit dem Feuer. Ach Gottchen. Aber fast schon Mitleid mit dem... Was hat sie ihn gehauen? Fuming Naginata, okay. Ja. Der Arme. Und vor allem war ihm doch wahrscheinlich schön... Ne, heiß war ihm hier, nicht kalt. Was rede ich mit dummes Zeug? Obwohl... Eigentlich schon. Ich meine, wenn er so zittert und so hin und her dingst, vielleicht muss er auch einfach nur mal Wasser lassen. Ist ja klar, weil er schmilzt, also muss er Wasser lassen. Mhm. Ich hab Bedenken. Wer sucht sie? Wer ist hier runter versteckt? Cutlass. Oh. Okay. Gold Cutlass. Aha. Gold ist ganz gut. Plus 8. 4 zu treffen.
Und plus 8 zum Schaden. Plus 8 zum Schaden, 4 zu treffen. Aber Cutlass ist halt 8 zu Schaden. 8 kommen zu Schaden. 10, ja gut, 10 bis 16. 10 bis 16 und trifft verdammt gut. 10 bis 16. Stabiler Schaden. Was habt ihr denn? Stahlbreitschwert, das ist plus 6 zu Schaden, das weiß ich noch. Und 3 gleich zu treffen. Oder 4 zu treffen? Stahl? 6 und 3, genau, 6 und 3. 6 und 3 bei einem Breitschwert heißt das 8 bis 18, oder? 4 bis 9 bis 18, ja. Verdammt. Leider schon zu gute Waffen. Dass das Stahlbreitschwert besser ist als ein Gold. Ja, aber so ein Cutlass ist halt einfach schlecht. Das muss man auch mal sehen. Wie lustig, wenn sie es tragen können, weil Gold kann sie wieder nehmen. Komisch, oder? Alter. Er kann kein Schild benutzen. Und die Shocking-Hellebarde, die können wir komplett vergessen, weil die Hellebarde fett Schaden macht. Und Shocking war was nochmal? Plus 10? Shocking. Wo ist Elektro? Shocking ist plus 10, ja. Plus 10 zu etwas, das sowieso schon. Wo? 3 bis 18. Also 13 bis 28. Ja, und dann haut sie mal ganz doll zu. Ich weiß auch wirklich nicht mehr genau, wie das Ganze ist, aber das. Incredible. Wie wirkt sich das aus? Ich weiß es einfach nicht. Ich habe noch nie irgendwas gesehen, wo irgendwas mal berechnet wurde oder sowas. Ja. Ich hätte eigentlich vorgehabt, kann ich ja mal erzählen, ich wollte hier vor eigentlich mal so eine komplette Lösung holen. Die gibt es auch für die ganzen Spielchen, mehr oder weniger. Angeblich ist es aber gelogen, weil manche Teile wohl fehlen oder wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. 142 Euro. Danke fürs Gespräch, habe ich mir da gedacht. Ich konnte nicht rausspringen, weil ich in die Decke gesprungen bin. Ich meine, das ist ein Drachen. Wir haben eigentlich gar keine Chance gegen das Mistvieh. Aber jetzt hab ich Bock drauf. Jetzt habe ich Drachenblut geleckt. Das Problem ist, der wird mich jetzt wahrscheinlich hauen. Jetzt hat er mich einmal schon gesehen. Nee, Moment. Wir benutzen den Gegenstand. Wo ist er? Wo ist er? Da, Elemental Protection, das Horn. Feuer. Oh. Nee, ich glaube, das wird nichts. Hat die echt nur 148? Warum? Die hat nur 150? Sie hat 209. Na gut, sie sind ja Barbaren. Ja, jetzt merkt man es so langsam. Ich glaube, der Ritter hätte irgendwas wahrscheinlich dazwischen, oder? Ich glaube. Wow. Den hat es nichts ausgemacht. Nee, sogar null. Guck mal. Die sind halbtot und hier haben wir, die waren grün. Die haben 160 Punkte Schaden genommen. Was ist das denn? 160 Punkte Schaden. Okay, 0 Feuer ist 23, 22 und 0. 14, 19, 10. Aber die wurden komplett übergangen. So, sie ist dran. Feuerdrache, stirb! Sauber, Treffer. Boah, dieser krass. Stirb, Drache. Verdammt! Ja, lach nicht so scheiße. Aber eine knappe Kiste. Die war bestimmt kurz davor, dem Drachen den Schädel einzuschlagen. Wieso hat denn das jetzt nur so halbwegs funktioniert? Ich verstehe das nicht ganz. Ich könnte das nochmal machen. Das machen wir nochmal. Diesmal aber händisch. Ja, der menschliche Faktor, der ist uns auf jeden Fall wichtig. So, Feuer frei. Er dürfte uns nicht sehen, wenn wir rückwärts auf ihn zu in ihn reinlaufen. Dann können wir ihn einschläfern. Dragon Sleep bringt halt nicht so viel. Oh je. So, toi, toi, toi. Wir sind dran. Haha. Daneben. Nochmal daneben. Richtig gut. Ach Gott, derjenige mit dem Drachenschlaf hat keinen Bock.
keinen Bock hatte. Scheiße. Ich würde es gerade identifizieren, ich will wissen, was der Verwerter hat. Okay. Was hat der Verwerter? Geschwindigkeit? Ja, wahrscheinlich 30. Guck mal, 31, 34, 31. Wahrscheinlich 30 ist der Speed. Oder so. Mindestens 23. Ja. Feuerball, schlechte Idee. Schlafen, schlechte Idee. Schrappmetall. Hau mal drauf. Okay, dann nicht. Musst du selber wissen, ne? Weißt du selber, ne? Schmerz. Klingt verlockend. Was kann ich da machen? Energie. Feuerball. Cold Ray. Ich brauchte das andere Ding. Dieses Sub-Zero. Ja, Cold Ray ist besser als nichts. Ach, oder ich kann die mal wiederholen, da die da. Die andere da, oder wie die heißt. Nature's Power Shield, Nature's Cure. So, jetzt wieder am Start. Bitte treffen. Sehr gut, nochmal bitte. Oh, sehr gut. Er hat ja leider nichts mehr. Monster Finding brauchen wir nicht. Deadly Swarms, Energy Blast. Keine Ahnung. Hauen. Okay. Ah! Oh. Mit viel Glück ist das machbar. Na gut. Ist ja nun. War nun Spaß. Drachen töten, ich finde die ja super. Ich glaube, da kommen wir mal in ein paar Leveln wieder. Die sind noch ein anderer Schnack als der. Als der Jack. Der Jagdchef. Gut, weg mit uns. Aber zumindest mal die Furcht vor dem. Vor dem, wie heißt er? Vor der Wache, vor der Schlosswache, die ist auf jeden Fall passé. Wie Exit? Hab ich den falsch schon gelatscht? Ach komm, aber sowieso. Ja, bitte. So. Dann. Wie machen wir das? Na gut, es ist 10 Uhr abends. Ist eh bald Feierabend, ne? Wie machen wir das? Ich würde sagen, schnellste Weg. Könnte natürlich auch jetzt querfeldein laufen. Wir können nach Westen, dann da hinten runter nach Süden und dann zu unserem Dings. Ich weiß nicht, wie tief das Wasser ist. Und da ich das nicht weiß, werden wir es jetzt mal rausfinden. Ja, so einfach geht das. So bin ich nämlich unterwegs. So. So, mal schauen. Wir waren nämlich schon hier in der Nähe. Ach süß. Halt ja kein. Gleich ist die Druide wieder dran. Wir können auch ein bisschen aufräumen, ehrlich gesagt. Die paar Stunden kann man nutzen, dann laufen wir ganz gemütlich im. Okay, es ist gleich 3 Uhr morgens. Es müssen irgendwann so komische Ranger auftauchen. Uhrzeit. Ja, 6 Felder können wir noch. Oho, jetzt gehen sie sogar mal auf den Paladin los. Verdammt. Haben wir zumindest mal beim Angriff gesehen. Bewundern dürfen. So, Angriff. Bitte? Achso, ich dachte gerade, er kann schießen. Das sind bestimmt diese Ranger, oder? Die verdammten Elektro-Ranger, die da. So, einfach mal zur Seite. Ja, ja. Ach, schön, der Schnee ist da. Oh, oh. Ich hauen sie mich. Wir müssen ein bisschen mal ran. Elemente? Ach, kostet nur 10. Das ist natürlich Elektro. Ja, ja. So, kommt mal beide. Ach nee, da hinten ist der mit der da vergiftet. Evil Archer und Evil Ranger im Hintergrund. Der böse. Ach süß, wie er umkippt. Harte Schläge auf den Hinterkopf. Sehr gut. Und weg bist du. Wie oft wollte ich noch schießen? Ach, weil die natürlich so viel Schnelligkeit haben, ist ja klar. Weil die so agil sind. Und die sind wirklich schwer zu treffen. So, ich würde sagen, wir machen den Evil Ranger aber trotzdem zuerst weg. Bitte seien Sie ruhig. Ach so, ich habe ja gar keinen Bonus mehr.
fällt mir gerade mal auf. Jetzt ist er schon wieder verätzt. Ja, Gift. Soll gleich mal heilen. Komm, mach das mal. Ärztehilfe. Ärzte, nicht Ärztehilfe. Bitte heilen. So. Können wir irgendwas zaubern? Nee. Das ist ein Gegenstand. Shielding. Ja, nehmen wir nicht so viel Schaden. Monster Finding. Wie wär's mit Jumping? Noch mal irgendwas Sinnvolles müssen wir doch haben. Das gibt's doch nicht. Ach, ich hätte ein Antidot geben sollen, nicht Dummkopf. Egal. Komm. Im Zweifel einfach alle kaputt schlagen. Wo ist denn der ganze Bonus? Der Kram, den ich da hatte. Wo ist denn der hin? Hier, Blessing. Heißt mehr Rüstung. Toll. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Das haben bestimmt alle die da drüben gebunkert. Da, hier. Heldenmut. Heldentum, wer auch immer. So. Heldentum hatten wir, hätten wir und... ja, dann nicht. Jetzt treffen wir aber wenigstens. So, Maul. Stand da. Stahlmaul. Oh. Das gibt auch Stahlmaul. Stahlspeer oder Stahlmaul? Was ist denn da besser? 1 bis 9 ist der Speer, ne? Der Standard. Ach, und Maul ist 1 bis 8. Es ist aber auch... Also Stahl ist ja wirklich so das, der heiße Scheiß bei uns. Stahl, ja, Piker, was sind Zweihänder? Stahlbreitschwert, das macht mehr Schaden. Krasser Elektroschaden. Stahlbreitschwert. Hm, richtig gut, aber leider nicht gut genug. Column Smasher, ja, ja. Wir brauchen auf jeden Fall Gold. Achso, stimmt, das haben wir auch. Ja, ja. Ach Gott, wie ich das schon sehe, habe ich schon wieder richtig Bock. Geil, Mann. Ich mag einfach diese Schneelandschaften. Fand ich immer gut. Jetzt kann ich ja sagen, mein großes Coming-out, ich fand immer schon Schnee geil. So, alle, ihr komischen Sommerfreaks, irgendwo rumgammeln und sich die Sonne auf den Wanst brennen lassen. Nicht mit dem Commander. Bei mir ist das Bier kühl. So. Ja, viel zu cool für den Sommer, finde ich. Da war der Turm, ja, ja. Was ist denn das hier? Gleich mal naschen. Wer will... Oh, Intellekt. Plus 50 Intellekt, alles klar. Wer braucht das noch? Bekommt jetzt quasi wieder... Nee, guck mal hier. Gibt keine Zauberpunkte für ihn. Ach, Schnee, geil. Ah, das ist nicht so geil. Okay. Wir brauchen den Ranger natürlich weg. Ah, hier ist Ranger rechts. Ich hab das mal aufgeschrieben. Drei Leute. Rechts ist unten. Ja, stimmt. Mitte ist dann oben und links ist der zweite. Schätze ich mal. Könntest du überprüfen, aber ich lasse das mal. Weil der muss weg. Ja doch. Das mit dem... Mit dem Heroismus, das funktioniert schon sehr gut. Ja, man merkt's. Jeder... Darf mal treffen. Ferdinand. Der Ferdinand Silber. Achso. Ja, ist aber nicht schlecht. Was hat er denn bekommen? Daily Sorcery. Oh, das ist ja mal nett. Ach, ist wieder alles voll mit dem ganzen Müll. Ach, guck mal. Ach nee. Enchanted Item, ja. Geben Sie das mal irgendjemandem. So ist fein. Ja, ja, aber funktioniert schon, ne? Ein bisschen Heldenmut, Heldentum und sofort kippt der Feind einfach so weg. Ja, schön durch die Gegend latschen, wie so ein Trottel. Hier war die Regentonne, ne? Regentonnen sind leer. Okay, da kommen wir so nicht hin. Wir wollten ja sowieso eigentlich was ganz anderes machen. Wir wollten nochmal zu unserem nach Hause. Zu Hause. Wo ist denn das noch gleich? Achso, Straße folgen. Ja, klar. Wusste ich eigentlich. Ich werde nochmal schauen, ob der Zuschauer aufpasst. Dann mache ich mal so, um die Kommentare so ein bisschen zu boosten. Der Ebenezer. The workers have finished cleaning out the rubble and patching up the stonework. You should go inside and have a look around. Es ist wirklich genau wie später beim Siebener. Es ist einfach nett. Ja, die Arbeiter haben ihre Aufräumarbeiten abgeschlossen. Steinarbeiten, Patching up, ja, haben die, was nennt man das denn? Steinarbeit?
Ihr Mauerzeug haben sie halt gebaut. Die Mauerarbeiten sind auch eingestellt. Ich sollte hineingehen und mal mich umschauen. Oh, one more thing. One of the workers found the stone. Ah, und noch eine Sache. Einer der Arbeiter hat diesen Stein gefunden. Das ist bestimmt der im Osten da, diesen komischen Wandel der Totenwald. While he was clearing away some fallen masonry, I thought you might be interested. Ja, der hat Steine weggeschafft und dann könnte er interessiert sein. Oh, Stone of a Thousand Terrors. Das ist, glaube ich, dieses Tomb of a Thousand Terrors, irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall wieder nicht so geil. Quest. Jagdstone, Stone of a Thousand Terrors. Ich wette, das ist das Ding. Relativ nah am Anfang, aber natürlich super krass. Ja, mit dem Becken in der Mitte, ganz genau. Ja. Und hier entsteht dann irgendwann mal wahrscheinlich die Holzstapel. Ja, wäre das jetzt das Fünfer, würden wahrscheinlich Spinnen rauskloppen. Golem. Endlich kann ich den Silber-Golem-Smasher mal benutzen. Ob die krass sind? Ja, geht so. Und? Boah. Schon wieder das Geräusch. Ach, guck mal, das ist einfach nur eine neue Textur für den. Für ihn. Yeti, ne? Frostmann. Jetzt hat er nur ein. Hier so ein spitzen Stein in der Hand. Statt. Ja. Ist schon durchschaut. Pläne regelrecht durchkreuzt habe ich. So, der hat aber hart aufs Maul bekommen. Also Bogenschützen mögen sie nicht. Warum? Auch da vielleicht, weil ich Mensch bin. Vielleicht mögen Golems Menschen nicht so sehr. Deswegen hat er mir direkt mal einen eingeschenkt. So, nächster. Eier, nix Eier. Ah ja. So. Ja, das ist meins. Extra Kauf. 50.000 hart verdiente Mark. Bones. Wer sucht sie? Na klar. Krankheit. Scheiße. Ja, du musst aber auch alles durchsuchen. Ach ja, Dunga nochmal auch. Geht das schon runter? Pitch, wohl descent. Ja, nur wie alle? Ah, dort haben wir jede Menge Zeug gefunden. In dieser Grube. Was war das gerade? Silber? Silbernunchuck, Silberspeer. Alles super eigentlich. Und das aus dem Holzstapel, die Holz, nicht Würmer, sondern die Holz, Golems kommen, ist auch nett. So, was war noch dabei? Wand of Dragon Sleep. Alles klar. Jetzt können wir den nämlich einschläfern. Und dann war es das nämlich mit deren Runde. 69 Edelsteine. Sehr gut. Ja, geht's gerade weiter. Ich sollte. Vielleicht mal gucken, haben wir so einen Bonusschaden? Nee, ne? Gucke irgendwie jedes Mal aufs Neue, aber ich find's nicht, weil wir es wahrscheinlich gar nicht haben. Oh, was, also ein Feuerball kommt bestimmt gut. Egal, die kriegen wir so klein. So, sieht ein bisschen irre, aber. Passt schon. Ja. Golemvernichter, Knüppel, auch Silber. Komisch. So, erstmal nichts mehr. Da haben wir noch mehr Zeug. Wer geht suchen? Sie natürlich. Hier ist nichts. Ah ja. Speers. Mein Gott, Splintmail. Splint. Ein normaler Speer. Okay. Sonst noch was? Nee. Aber Rüstungen habe ich gesehen. Plattenpanzer? Sehr gut. Das können wir direkt mal nutzen. Plattenpanzer. Wo ist Enchanting? Hier, Potion. 8. Benutzen für Nummer 5. Rüstung, Plattenpanzer. Und Vollgas. Hat nicht funktioniert. Noch ein Versuch. Aber jetzt wissen wir, es kann auch schief gehen. Das ist aber nicht so gut. Weil dann wissen wir nie, ist es gelungen oder ist es zu wenig gut. So, oder sind die einfach schlecht? Potion of Enchant Item. Oder sind die verbuggt? Und es gehen nur die Spruchrollen bzw. der Zauber? Kann das sein?
Wir probieren's. Rüstung 9. Oh, Lapis. Ei, 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 ei. Was war nochmal mit Ember hatten wir gehabt? Das war ja so schweineteuer. Ja, Ember ist zwar drunter. Was hat das gekostet? 60.000. Wahrscheinlich das ist irgendwie 20.000, oder? Lapis. Ich schätze mal schon. Dann probieren wir es doch nochmal mit dem Splintmail aus, oder? Splintmail, ja. Benutzen Sie mal Ihren Enchant Item. Das ist jetzt die Rolle, genau. Halt, dann lieber nicht. Wollen wir auch sehen, ob das andere auch funktioniert. Wo ist denn die Potion? Potion of Enchant hier. Aber hat funktioniert. Wissen wir jetzt. Gold Cutlass, Steel, bla. Da ist ja die Kampfaxt. Wir probieren es. Splintmail. Und Vollgas. Shocking Splintmail. Ha! Schienenpanzer hat funktioniert. Kann sie aber nicht tragen, oder? Nee. Schade, schade, schade. Aber das funktioniert. Da haben wir noch eine Kampfaxt. Wir hatten die. Waffe? Battle Axe, da genau. Also, gute Frau, benutzen Sie. Benutzen Sie. Haben wir noch so eine Potion of. Potion of. Enchant Item da. Benutzen. Jawohl, für den ersten. Hier. Verzaubern. Verdammt. Nochmal versuchen. Das muss klappen. Und wenn nicht, habe ich halt Pech. Benutzen mit F1. Hier verzaubern. Aha. Oh. Freezing Battle Axe Dragon Slayer. Für Feuerdrachen. Nein, gegen. Alter Latz. Okay. Dreifacher Schaden. Okay, wir schauen mal, was Freezing ist. Also erstmal, Anfang ist der Standardschaden. Freezing Battle Axe. Also, Moment. Kampfaxt. Battle Axe. Ah, okay, ist leider nur die 3 bis 15. Verdammt, ich habe jetzt gedacht, es wäre die Great Axe. Na egal. Immerhin, 3 bis 15. Das heißt bis 45 Schaden. 9 bis 45. Und Freezing. 9 bis 45. Na gut. Bis 50. 14 bis 50. 14 bis 50 Schaden macht die mit der Waffe. Ich glaube, das ist ganz geil. Gut, dass ich das mehrfach versucht habe. Das ist ja nicht schlecht. Ja, müssen wir uns alle mal in Feuerklamotten oder Antifeuer. Hier den Schild zum Beispiel. Scheiß auf den Goldschild. Nimm den feurigen Schild. Feuer. Achso, ich habe wieder falsche Sicht drin. Feuer wäre dann Fury. Ja, plus 7. Ja. Ich habe gerade geschaut, die Waltraut, die hat ja ihre komischen. Ihr Feuerschild hier. Fiery Shield. Dance weiß ich gar nicht mehr. Aber oh, Lapis Plate Armor. Das wird auf jeden Fall Kohle geben. Eieieiei. Ja, besser geht's gar nicht, oder? Ja, vielleicht schon, aber schon geil genug. Maul, Short Sword, Boots. Amber Short Sword gibt wieder Fettkohle. Steel Maul, auch gut. Ja. Steel Maul. Aber leider, ne? Stahlspeer. Ich lasse das mal drin. Wir machen noch ein bisschen. Wühlen noch ein bisschen im Holz. Wir wühlen im Holz. Ja, eigentlich schon. Eisenlatschen. Eisen ist besser als Kristall, ne? Können wir den Kristall verkaufen? Crystal plus 1 und Eisen auch plus 1. Okay, bringt leider gar nichts. Das ist aber gut. Das ist sogar sehr gut. Hoffentlich hat sie Platz. Natürlich hat sie keinen Platz. Die hat Acidic. Ah, sehr gut. 2. Vernichten. Discard. Ja. Für Lederschuhe interessiere ich mich nicht. Das heißt, wer hat das? Kristall ist nämlich teuer, das behält sie. Eisen ist ein bisschen leichter zu reparieren. Und weil sie öfter mal den Löffel abgibt, weil sie weniger Trefferpunkte hat, kriegt sie die Eisenlatschen. Und hat schon wieder mehr Rüstung als durch die Lederschuhe. Nicht plus 1. Nicht die Welt, aber mein Gott. Er ist sauber. Die reinste Goldgrube hier. Akazashi, Plattenpanzer und Cameo. Ui, 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 ui. Das ist totaler Schrott. Lapis Plattenpanzer, das hat jemand anders genommen. Perlenplattenpanzer, ach du.
grünen Heune, hör mal. Stahlcameo können wir verkaufen, bringt leider nichts. Schade, ne? Weil eigentlich, es gibt ja sowas wie Trefferpunkt-Bonus von Accessories, also Accessoires. Aber leider, sowas wie Stahl oder so bringt halt leider nichts. Finde ich ein bisschen dümmlich, aber gut. Es ist, wie es ist. Hier ist nichts. Quatsch, lüg mich nicht an. Das ist doch ganz genau. Hier ist auch nichts. Nichts hier. Kurz. Was ist das? Gift. Ist jetzt auch noch vergiftet? Ja. Poison ist auch noch am Start. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wer hat denn noch dieses eine Antidot? Ich habe nie noch eins gesehen. Das wollte ich eigentlich raushauen. Er hat's. Sie hat's. So, wo ist der Deinhard? Sie nimmt und gibt. So ist sie halt, ne? Sie hätte vielleicht mal abwarten sollen. Okay. Das ist sehr gut. Und weg damit. Die krassen Jungs hauen zuerst drauf. Knüppel einen tot. Dann kommen die anderen, die nicht so krass sind. Aber der Golem-Vernichter, der regelt. So. Hier ist nichts. Nichts würde ich jetzt nicht nennen, aber von mir aus. So. Langschwert, Club, Langbogen. Oh. Mein Gott. Viel zu viel Langschwert. Okay. Club. Okay, der gibt eine Münze. Der wird direkt entfernt. So was schleppe ich nicht mit mir rum. Was haben wir gerade gefunden noch? Irgendwas in dem Bereich? Ich habe es vergessen. Stiel-Cameo? Nee. Was war's denn? Das war's nicht. Schon wieder vergessen. Ach ja, Brass Wagasashi, ja, von mir aus. Von mir aus. Kurzschwert für Bunkelot. Bronze, Kurzschwert, kann auch in Müll. Aber das ist ja schon, sich beschweren auf ganz hohem Niveau, dass ich hier abziehe. So. Was? Gar keine Holzgolems mehr. Ja, das auf jeden Fall. Ja, hier kommt die Festung hin, schätze ich mal. Die Festung. Ja, so in etwa halt. Können wir mal uns das hier schön machen. Unser schönes neues Zuhause. Das muss alles aufgedeckt sein, ne? Das muss alles ausdefiniert sein. Alles ausdefiniert sein muss das. So, zack, zack. Sind schneller als sonst. Die Leute gucken doch zu, Mann. Und denken sich dann mal, oh, so ein Scheiß. Gleich mal der Bolter. Ja, muss ich mit rechnen. Pech. Okay, haben wir noch mehr Müll? So. Diseased. Siehst du mal. Tja. Da kommt noch mehr dazu. Ach, da kommt nämlich dann auch Läden rein. Kann ich jetzt schon mal verraten. Aber ist ja, wie gesagt, auch im 7er nicht anders. Wenn da steht, da ist nichts, dann ist auch nichts. Found Nunchucks. Oh, und sie hat mehr Energie. Ja, weil die Krankheit schlimmer geworden ist. Oh, minus 5. Aber das Gute ist. Wir können jetzt endlich ihre Krankheit heilen. Zaubern auf 5. Perfekt. Der Rest hat hoffentlich nur. Ja, schwache Knochen. Was habe ich gerade bekommen? Irgendwas. Longsword? Nee. Spell Nunchucks. What? Ach, und Langbogen. Können wir gleich mal verzaubern. Spell. Achso, plus 4. Okay, das ist nicht schlecht. Spell Nunchucks. Ja, müssen wir schauen. Sie hat es nicht. Wer hat es denn? Enchant Item. So, der Bunkerlot hat das. Wer hat Plate Mail? Ich würde sagen, Langbogen verzaubern, oder? Ja. Machen wir das mal. Also, verzaubern des Gegenstandes. Benutzen auf F2. Die 4 bitte. Den Langbogen. Toi, toi, toi. Hat nicht funktioniert. Verkackt. Okay. Nochmal schauen. Und wenn ich irgendwo. Ich habe übrigens zweimal den Heroismus. Das hört mir auch auf. Sparking Fireballs. Genau, wir geben so einen Müll wie Springen, geben wir mal denen, die sonst immer voll aufs Maul hauen. Potion of Antidotes.
Kann man mich auch mal wegschmeißen, oder? Potion of Antidotes, komm. Weg. Stopf mir nur den ganzen Müll hier voll. Ja. Ich habe auch zweimal Licht, habe eins verkauft. Das weiß ich noch. Drachenschlaf, das ist natürlich super. Daily Sorcery. Sieht nicht so aus. Und ich selber kann nicht mehr. Ne, Ferdinand. Der guckt auch ganz traurig immer. Ach, leider nur drei. Drei Königsmega irgendwas. Genau, dieses Laboratory, das wird dann die. Das Labor, das ist dann wahrscheinlich dann der Keller oder sowas. Und Läden kommen auch noch rein. Dann habe ich meine eigenen, hoffentlich richtig guten. Wie heißt das? Zauberdinger. Nee. Läden also. Okay. Ach, ist das diese komische Terrorhütte? Das kann schon sein. Ach Gottchen. Darf ich nochmal zaubern? Ich glaube nicht, oder? Nö. Zauber sind aus. Incinerate geht auch nicht. Oh, 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 was machen wir da? Kann er irgendwas Sinnvolles zaubern? Er kann nur heilen. Komm, versuchen. Feuer. Das war wahrscheinlich sehr dumm. Oh, Feuer. Okay, das war sehr dumm. Minus 8. Die glatten Motten müssen noch gut sein, oder? Ja. Boah, Schwein gehabt. Genau deswegen, für die nicht Kristall, sondern Eisen. Das muss halten. Okay. Dann ganz kurz mal die Wunden heilen. Halt, da geht noch mehr. Hat sie nicht Naturheilkunde studiert? Nee, ne? Gut, dann eben das. So, bitte jetzt kaputt schlagen. Achso, wir haben die falsche Waffe. Ja, das ist natürlich ganz klar. Kein Wunder kriegt ihr aufs Maul, wo sie auch sonst so gut ist. Stahl, Speer und Feuer. Tatsache. Okay. Ja, Rache ist rächt sich. Ja? So, Heilung. Ich glaube, das da hinten könnte es auch sein, diese komische die Sumpfkaverne. Das könnte sein, dass das diese finstere, was auch immer ist. Ja, diese komischen Bäumchen hier, die Baumterrorviecher, da müssen wir auf jeden Fall schön aufgeplustert ran. Da können wir nicht einfach nur wirr drauf einhacken. Treffen wir den? Ja, Schaden müsste auch gut sein eigentlich. So können wir auf jeden Fall ökonomisch kämpfen. Okay. In der Tat. So. Das heißt, hier haben wir schon so wie alles gemacht. Das lassen wir auch erstmal so. Alles klar. Jetzt müssen wir. Oh Gott, jetzt kommt wieder die Einkaufs. Der Einkaufsbummel. Beziehungsweise Verkaufsbummel. Oh, ich freue mich schon auf die Schneegeschichte. Und die Trolle da im Südwesten. Das wird so toll. Jetzt haben wir leider schon die Eistrolle im. Ja, im Dings gesehen. Im anderen Bereich. Aber ist ja wurscht. Warte mal, wie viel. Wie viel haben wir denn kohletechnisch? 25.000 einfach so. Okay, und 400 Party Gems. Bisschen. Ja, ein bisschen viel, oder? Sagen wir mal 300. 3.500, genau. So, und hier haben wir einfach alles raus, weil jetzt muss ich gleich wieder zur Bank rennen. Das wird nämlich gleich aus allen Nähten platzen, wenn ich die Lapis-Sachen verticke. Ich will nur mal die Preise sehen. Was soll ich schon wollen? Kristallwartige, naja, geht so. Rüstung. Schrott. Scharfer Gürtel. Mind Charm. Was ist Mind Charm nochmal? Persönlichkeit oder einfach nur Zauberpunkte? Zauberpunkte ist nicht. Mind. Intellekt. Plus 3. Ja, lol. Sharp. Wo ist Geschick? Accuracy, Sharp, plus 3. Okay, totaler Schrott. Totaler Schrott. Okay. Dann wollen wir mal anfangen. So, Verkauf. Verkaufssaison ist eröffnet. So, Säbel weg. Bronze weg.
Leider Eisen und Stahl, der gute Stahl. Gibt es eigentlich Gegner, die uns die Rüstung, Quatsch, die Waffen kaputt schlagen? Weiß ich nicht. Gold, aber nur 800. Ja, weil so toll ist das leider nicht, das Ding. Okay, das machen wir nicht. Shocking, Splint, Mail, Shocking. Was war Shocking nochmal? Elektro. Plus 15, okay. Die Bronze-Handschuhe ist natürlich totaler Schrott. Poisonous Plate Mail. Eigentlich super, aber... Ich glaube, Gift wird auch immer weniger jetzt ein Problem. Ja, ja. Bing. Zauberpunkte hat er leider nicht mehr. Wir könnten spaßhalber mal die Sachen versuchen zu verzaubern. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, ja. Das ändern wir mal. Ach ja, so eine komische Giftpfeilattacke. Die hat ja super funktioniert. Nicht ein Treffer auf die Drachenwache. Ne, die Schlosswache. Was wollten wir machen? Enchant Item. So, zack. Kostet ja 20 Stück. Ey, das ist echt nicht mehr feierlich. So, bei Nummer 2 ist das Plate Mail. Oh ja, da bin ich mal gespannt. Die haben wir gesagt, werden einfach vernichtet. Oder kann man die auch irgendwie verzaubern? Ich meine, die sind... Ist doch nicht der Schaden so abartig gering, dass es nicht funktioniert? Ah, wieder voll. Scheiße. Komm, mach das mal auf dich selbst. Verzaubere dich selbst. Rüstung, Probe. Probieren. Wäre super, wenn das ginge. Ich habe aber so das Gefühl... Naja, ist zu niedrig, die Qualität. Dann bei ihr nochmal. Spell Nunchuck? Oh, hier. Doch nochmal probieren. Und wieder bei ihr. Und diesmal im... Den Plattenpanzer, oder was ist das? Plattenrüstung? Spell? Totaler Quatsch. Venomous Longbow? Nee. Ich glaube, das ist totaler Quatsch. Venomous? Gift? Ja, 4 Punkte extra Schaden. Nee, komm. Hat nicht sollen sein. Okay, okay. Dann, hier sind wir falsch. Hier sind wir aber goldrichtig. Gold ist nämlich genau das richtige Stichwort. Wollt unseren Müll verkaufen. Sparking Pike Beast Popper. Okay. Eine Pike zum Piken. Da kann man Bestien mit schlachten. Pike ist gut. Wir haben ja, glaube ich, eine richtig gute Stahl- oder Stahlpike, irgendwie sowas. Sparking. Sparking ist Elektro. Ah, plus 3. Aber dreifacher Schaden. Oh, Fiery Flail. Die kann das benutzen. Drachentöter. Mystische Partikel. Ach Gottchen, was haben wir denn hier alles? Da sind Drachentöter, nehme ich mal mit. Feuer. Für so nicht, wie heißen die? Eisdrachen vielleicht oder sowas? Komm, was soll's. Sparking Beast Popper wird einfach mitgenommen. Bei Bestien, irgendwelche Bestien, wir schlachten sie damit einfach ab. Stahlplattenpanzer haben wir schon, ja, ja. Super, aber kennen wir schon. Ist jetzt nicht mehr so ein Novum. Wieder Geschwindigkeit. Und Power Curing. Power Curing? Ist Power Curing... Das war das mit 60, ne? Wo man auf einen Schlag gleich... 60 dazu bekommt. Das holen wir uns mal. Oder was? Power Healing? Ich hoffe nicht. So, was soll ich jetzt? Verkaufen. Genau. Verkaufen Waffen, nein, Rüstungen. 40.000. Perlenplattenpanzer. Wie es mir dachte, 40.000. Und bei dem Splintmail müssen wir gucken, wer das tragen kann. Ach Gott, das geht nur. Ja, und das hier. Plattenpanzer. Das gibt halt mal gar nichts. Krass. Komm, können wir es auch verkaufen. Den Schild behält sie natürlich. Oh, Splintmail. Wer kann das denn tragen? Das will ich jetzt mal wissen. Sie kann das nicht tragen. Sie könnte. Stahl oder Shocking. Was kann denn Shocking? Habe ich das nicht gerade eben schon geschaut? Ja, aber für was anderes. Shocking plus 15 gegen Elektro. Ja.
Ja, das kann er nicht. Ja, gut. Ich würde sagen, komm, die vernichten wir. Diese dummen Roben. Immer müllen die mir den ganzen Kanal zu. What do you want? So, Rüstung. 20.000, geil. Zwei Rüstungen gemacht. Ich glaube, die haben wir selber gemacht, ne? Ich glaube, sie gefunden, ich weiß gar nicht. Das hier gibt 500, ja, nett. Und das andere gab 60.000, alles klar, insgesamt. Gut. Schild hätten wir hier noch, Splintmail, komm. Da machen wir nicht lange rum. Waffentechnisch, ja, hier Golem, schlechter haben wir hier. Ach Gott, die ist ja randvoll. Ach du liebes Lieschen. Okay, das ganze Silberzeug, das kann ich auch weg, oder? Ember, oh, das ist wichtig. Das müssen wir weggeben. Der Rest, oh, geht so. Oh, jetzt haben wir wieder Platz. Okay, dann doch alles. Alles rüberschaufeln. Ja, der Langbogen, oh. Das ist ein bisschen... Vielleicht sollten wir echt zwei Leuten das geben. Einfach mal 6.000 Mark investieren, dass zwei Leute das verkaufen können. Das machen wir auch. Ja. Das machen wir. Ja, kann man alles verkaufen. Ich habe nur 450. Na, okay. Doch nicht so toll. Langbogen. Spell Nunchucks. Ja, aber genau das hier, das nervt so ein bisschen. Und das wird halt nicht besser. Machen wir so. Venomous Longbow brauchen wir ja ehrlich gesagt nicht mehr. Hat noch jemand Waffen, die weg können? Seething, genau. Das heiße Eisen für den kalten, für die kalte Jahreszeit, die auf uns zukommt. So oder so ähnlich. What do you want? Ich will nur mal Zeug verticken, ist das in Ordnung? Spellnunchucks, okay. Wir haben wieder 67.000. Es ist ein Traum. Absoluter Traum. Safe and secure. Ja, genau das. 60.000. Genau. Alles klar. Das heißt, jetzt ist wieder... Ja, das mache ich mal. Ich hole mir doch für die hier nämlich auch nochmal was. Dann können die beide das Zeug teuer verkaufen, weil sonst kommen wir auf keinen grünen Zweig mehr, was das angeht. Weil das ist ein bisschen nervig mit dem Hin- und Hergefuchte von irgendwelchen... Genau, von irgendwelchen... Na, Gegenständen halt. Und verkaufen und dies und jenes ist, glaube ich, die bessere alte Liebe. Hallo. Ja, das war's. Das war mal wieder Might Magic Clouds of Seen. Heute haben wir Drachen gesehen. Unsere eigene Heimat haben wir aufgebaut. Der erste Stock ist schon fertig. Und was haben wir noch gemacht? Ja gut, Bolok. Haben Schnee gesehen. Ogre verhauen. Die neuen Bogenschützen kennen wir jetzt auch. Und. Naja, ganz schön krass. Und da wird es das nächste Mal weitergehen. Ich schätze mal im fernen Südwesten. Vielleicht ein bisschen Sumpf, vielleicht ein bisschen doch schon Schnee. Vielleicht kommen wir an den Turm, kommen wir nicht rein, ne? Hat der Prinzessin mal auch geholfen? Ach, wir haben so viel gemacht. Genau, egal. Beim nächsten Mal werde ich mir was überlegen. Da gibt es dann noch tollere Sachen und ich freue mich hier schon drauf. Ja, beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir trinken einen Schluck. Thank you. Wizard 1 Teleport Spells to speed your explorations. Das stimmt. Ich weiß nicht ganz genau, wo man hinspringen muss. Das kennen wir schon. Egal. Gut, beim nächsten Mal geht's weiter bei Might and Magic. Dann wahrscheinlich im schönen Südwesten. Mal was Neues. Danke fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Goodbye.